Der SWTOR Cantina Talk mit Boa Fanor und mir, dem Aldoril, wird euch präsentiert von swtorcantina.de. Und damit herzlich willkommen zurück zum 37. Mal beim SWTOR Podcast eures Vertrauens, dem SWTOR Cantina Talk. Ja, mein Gott, schon 37 Folgen. Hallihallo, Hallöchen an alle. Echt nicht wenig mittlerweile, ne? Ja, das läppert sich, ne? Ja, bald. 50 kommt in greifbare Nähe. 13 Folgen. Dann haben wir auch bald unser einjähriges Jubiläum, ne? Müssen wir uns auch noch ein bisschen was für überlegen. Das ist wohl wahr. Ja, wir nehmen heute mal so ein bisschen zeitlich anders auf als sonst. Beziehungsweise relativ spät für uns eigentlich, ne? Wir sind heute hier am Freitag um 20.03 Uhr ist es gerade hier. Ja, so ein bisschen der Late-Night-Talk, wa? Ja, so ein bisschen, tatsächlich. Ich bin auch ein bisschen müde, deshalb nicht wundern. Bin heute Morgen um 6 aufgestanden und aber das kriegen wir gut hin jetzt hier, die Stunde. Ja, selbstverständlich. Das machen wir, weil ich bin morgen den ganzen Tag nicht da und dann ist halt wieder die Frage, kommt man sonntags zusammen und am Wochenende passiert ja eh nicht viel. Von daher, wir hatten sie auch letzte Woche schon mal angekündigt, ne, dass wir das versuchen wollten, heute am Freitag zu machen. Und von daher klappt das ja jetzt auch wunderbar. Genau so ist es. Und vor allem haben wir auch diese Woche, wie ich finde, relativ interessante Themen, die wir besprechen können. Ja, sind auch ziemlich interessant, sind nicht so viele, aber man kann ein bisschen drüber diskutieren und damit haben wir auch wieder genug Stoff, dass wir nicht aussetzen müssen, ne? So ist es. Das auf keinen Fall. Ja gut, fürs Aussetzen, da müsste ja, keine Ahnung, ein Fünftel davon da sein. Dann, ja, richtig. Dann könntest du über das Aussetzen nachdenken. Richtig. Also solange nicht gar nichts passiert, wie über die Feiertage, machen wir das natürlich immer gerne hier. Hast du denn groß was letzte Woche gemacht? Ja, ich war ja meistens relativ spät abends die Woche unterwegs. Und bin dann immer schön Inseln gegangen, jetzt die letzten Tage, 3 Stück immer. Wir haben das immer so gemacht im Wechsel, ich habe getankt, jemand anders geheilt, dann hat der geheilt, ich getankt. Und den dritten Run haben wir dann immer so gemacht, da wollten wir beide als CD mit, haben dann die Dailies auf Yavin 4 gemacht, um da mal ein bisschen den Ruf zu pushen, haben nebenbei angemeldet. Und dann hat es die letzten 2 Tage immer so perfekt geklappt, dass gerade als wir alle Dailies fertig hatten, als wir quasi wieder zurück an den Terminals waren, am Startpunkt, dass dann der Invite aufploppte. Und das ist ja gar nicht so schlecht, wenn du überlegst, dass du teilweise vor Patch 3.0.2, wo wir ja auch gleich zu kommen, 2 Stunden alleine als CD gewartet hast und keinen Invite bekommen hast oder auch als Heiler. Das ist alles schon passiert. Das ist eine sehr gute Zeit. Ja, es macht ja jetzt auch mehr Sinn, die wieder zu gehen. Und von daher hat mir das auch wieder viel Spaß gemacht. Man hat da ja eine bessere Markenbilanz auf jeden Fall, nachdem man da rauskommt. Hat eine viel höhere Chance auf ordentlichen Loot. Ja. Und das war eine nette Sache. Und ehrlich gesagt habe ich ansonsten, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurück überlege, außer den täglichen 2 bis 3 Instanzen und Yavin 4 Dailies, glaube ich, gar nichts gemacht. Ja, also das kann ich auch nur erwidern. Also ich habe wirklich nur, ich würde sagen, vielleicht 3 Instanzen, 4 Instanzen, ich würde sagen 4 oder 5 Instanzen bin ich seit dem letzten Talk gegangen und das war's. Und das ist ja nicht so wirklich der Zeitaufwand. Und groß was Spektakuläres passiert ist dabei auch nicht. Außer heute, da hatten wir Korriban, Typhon und Manaan direkt hintereinander, ohne extra für anzumelden. Wuhu, mega spektakulär. Aber ansonsten ist überhaupt nichts passiert. Aber hast du nicht die Woche den Schurken hochgelevelt oder war es schon letzte Woche? Ja, das war letzte Woche. Das hatte ich schon erwähnt. Ah, ja. Das war, als ich bei dir war. Das verschwimmt irgendwie alles gerade so ein bisschen. Ja, ich bin dabei, meinen Hüter jetzt ein bisschen hochzuspielen. Immer mal, wenn ich so 20, 25 Minuten gerade nur noch Zeit habe, dann mache ich eine Instanz mit dem. Also hier Korriban habe ich jetzt gemacht, Typhon habe ich schon gemacht und jetzt ist eben mal Nahen dran als nächstes. Und dann kommt er jetzt auch langsam hoch. Also sieh zu, dass du deinen Schurken auch hochbringst. Ja, das ist das Nächste. Ja, wir müssen auch erstmal eine Instanz mit unseren anderen Reps geben, weil es hochgemacht hat, haben wir auch das dann stimmt. Das stimmt, die sind Stufe 60 geworden, haben volles 186er Gear bekommen und stehen seitdem blöd auf der Flotte rum. Ja, richtig. Und machen den Schwabbeltanz, ne? Ja, super Teil. Ja, wer es nicht kennt, ist im neuen Kartellpaket drin. Es ist der Hammer. Googelt einfach mal Schwabbeltanz oder guckt bei YouTube. Also ich habe mich ja nicht mehr eingekriegt. Das genial. Ist, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist das bekloppteste Emote, was ich in diesem Spiel gesehen habe bisher. Ja, definitiv. Richtig genial. Ja,
Fangen wir doch direkt an. Mehr ist ja nicht passiert, denke ich, die letzte Woche mit Patch 3.0.2, weil das hat ja einiges verbessert in meinen Augen, vieles verbessert Ja, in meinen Augen. ja. Und das Ganze stand ja erstmal irgendwie unter einem schlechten Stern, denn wir hatten da ja arge Probleme mit den Servern am Patchtag. Ich war überhaupt nicht da den Tag, von daher hast du das ja live miterlebt. Was ist denn da passiert? Also auch nur eine kurze Zeit habe ich es miterlebt. Ich bin online gekommen, habe gesehen, ich habe einen Brief. Vielleicht wurde ja endlich mal wieder was verkauft. Ich gehe in meinen Briefkasten und es ist kein einziger Brief zu sehen gewesen. Und das war auf den anderen Charakteren, wo ich nur einen Brief hatte, genauso. Und dann bin ich mal auf meinen Schurken gelockt. Auf den habe ich mir nämlich, bevor die Server down gegangen sind, was geschickt, habe es aber nicht mehr abgeholt. Und da konnte ich dann wiederum meine Post sehen und konnte auch den neuen Brief sehen. Da war erneut die Post mit dem Rishi-Idol drin. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Ja, gut, das mit dem Und Rishi-Idol, das ist ja gewollt, weil das scheinbar nicht alle gekriegt haben und da haben sie das einfach nur okay. losgeschickt. Ja, okay, dann hat das das Ganze aber wohl zum Buggen gebracht, weil dadurch kam das ja. Durch diesen Brief denke ich mal, dass es dadurch kam, das weiß ich natürlich auch nicht. Habe dann natürlich meinem Dev-Tracker nachgelesen, als dann die Warnung kam, die Server gehen down. Das war abends um, was hatte ich denn geschrieben? Mal gucken. Viertel vor acht, Viertel vor so acht, in dem Dreh. genau, 19:45 Uhr, also 19:30 Uhr circa kam die Nachricht, ja, in einer Viertelstunde gehen die Server down. Dachte ich mir auch, was? Heute war doch erst Patch Day. Und habe in den Dev-Tracker geschaut und da stand dann, ja, es gibt Probleme mit dem In-Game-Mail-Service, bla bla. Und das musste dann eben dementsprechend behoben werden. Und dann sind die Server nochmal down gegangen, aber sie wussten zu dem Zeitpunkt, als dieser Post kam, die Server gehen down, auch noch nicht, wie lange die Server denn nun down sind, beziehungsweise down sein werden. Das weiß ich bis heute auch nicht, wie lange sie dann down waren, weil ich dann weggegangen bin. Ja, aber auf jeden Fall ist ja schön, dass sie das immerhin mal behoben haben, ne? Und nicht wieder irgendwie 2 Wochen gewartet haben. Ja, wir hatten ja auch einen schönen Kommentar darunter direkt. Wenigstens haben sie es da gleich mal hingekriegt, direkt einen schnellen Bugfix rauszuhauen. Ne? Ich meine, Ja. weil das hätte bei vielen anderen Sachen natürlich auch geschehen müssen, vorher Vielleicht schon, aber freuen sie sich besser an. Neujahresvorsatz irgendwie. schön wär's. Schneller Schön fixen. wär's. Ja, wer weiß. Gut, das hat ja dann im Endeffekt doch noch geklappt. Und es gibt so ein paar Änderungen, die mich da sehr gefreut haben. Ich habe das ja dann auch geschrieben, als die Patch Notes am Montag, glaube ich, veröffentlicht wurden, dass das in meinen Augen ein sehr schöner Patch ist, weil er genau die Sachen angesprochen hat, beziehungsweise geändert hat, die wir ja in den letzten Wochen immer bemängelt haben. Und dabei geht es halt um die ganze Markengeschichte in den alten Instanzen und in den alten Operations, die man dann halt nur noch gelaufen ist, wenn man halt schnell Marken sammeln wollte, weil es halt einfach effizienter war, als die neuen zu gehen. Und das wurde ja da behoben. Und es ist jetzt so, dass nun in den 60er Flashpoints im heroischen Modus Elite-Auszeichnungen droppen. Das ist wunderbar. Bei einem Bonusboss auch. Sodass wir da jetzt in einem Run durch die Boss-Drops auf 8 Elite-Marken kommen. Wenn man dann noch die Daily hat, ne? 16 nochmal oben drauf Ja, und und durch nochmal den 2. Instanzabschluss, also insgesamt mit Genau. einem Run ohne die Daily, wenn man eben nochmal ein bisschen Repeat das Ganze macht, also nochmal läuft, da hat man pro Run 10 Marken und das ist natürlich auch keine schlechte Bilanz im Genau. Vergleich zu vorher. 20 Minuten Aufwand und 2 Marken, also wenn 20 Minuten reichen. Ja, richtig. Und so lohnt es sich halt immerhin. Ja. Ne? Auch wenn man die Daily schon fertig hat. Und das ist auch das, was ich jetzt beobachtet habe. Irgendwie gehen die Queues schneller auf. Wir haben es ja eben schon gesagt. Als DD kriegt man jetzt auch so innerhalb von einer halben Stunde immerhin mal einen Invite. Und ansonsten hatten wir jetzt auch immer Instance, wenn wir als Tank und Heiler angemeldet haben. Ja. Hatten wir es ja jetzt vor ein paar Wochen auch teilweise, dass wir da tatsächlich noch so ein paar Minuten warten mussten, bis sich dann irgendwann mal 2 DDs eingefunden haben. Ja. Und das haben sie damit jetzt zum Glück behoben. Ja. Ja. Zusätzlich haben sie ja jetzt auch endlich mal hingekriegt, dass die Bonusbosse sinnig sind, ne? Ja, richtig. Er droppt jetzt ja auch 192er Gear, was ich eigentlich sehr begrüße. Denn bisher war natürlich die Möglichkeit des Loots in den Instanzen sehr, sehr gering. Man hatte nur beim Endboss die Chance, dass für einen was droppt. Und dann, wenn man zu zweit mit der gleichen Klasse drin ist, dann musste man es auch noch gewinnen. Für den Anfang ist es auch vollkommen in Ordnung. Also für den Anfang des Contents, da soll es ja auch ein bisschen dauern und ein bisschen herausfordernd sein. Aber jetzt, das so ein bisschen für das DD-Gear bei meinem Sabo, der ja Heiler ist, finde ich das gar nicht so schlecht, zweimal die Chance zu haben, was Gutes zu kriegen. Und dazu kommt noch, der Bonusboss droppt natürlich auch diesen Läufer. Hatten wir nämlich heute. Da hat er nur diesen Läufer gedroppt und nichts anderes mehr.
Bei uns ist er zweimal beim Endboss gedroppt tatsächlich. Ja, Gestern. wurde mir schon berichtet. Ja, vielleicht mal für alle, die es nicht wissen, Kommandoläufer sollte ja ein Begriff sein. Also dieses Mount, was es ja schon im letzten Kartellpaket gab, beziehungsweise was es auf Yavin 4 für die Ruffraktion gibt. So ein Gefährt vom ähnlichen Skin droppt jetzt auch in den heroischen Instanzen. Das war wohl schon vorher in den Spieldateien drin. Das ist aber wohl auch scheinbar vorher schon mal gedroppt. Ich habe es nie gesehen, du wahrscheinlich auch nicht, nehme ich Nein, an. niemals, nein. Ich habe es mal im GTN gesehen, tatsächlich irgendwie für 20 Millionen oder so, das Ding. Ist nicht wenig. Die werden jetzt natürlich, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt verkaufen kann. Ich glaube ja. Die werden jetzt natürlich relativ günstig werden, weil die ja scheinbar jetzt doch eine sehr hohe Drop-Chance haben. Wenn es bei euch jetzt wieder gedroppt ist heute Nachmittag, dann wird sich das schnell erledigen. Ja, Aber also hier, Kollege, unser Freund hat schon gesagt, also 2,5 Millionen ist es nur noch drin, der Läufer. Und dafür kauft man das Ganze ja nicht mehr, ne? Nee, also die Chance, dass man den so bekommt, ist ja dann wirklich sehr groß, ne? Also wir haben gestern bei drei Runs ihn zweimal droppen sehen. Wenn ihr ihn heute auch einmal habt droppen sehen, ist die Chance da schon in Ordnung, ne? Erinnert mich so ein Richtig. bisschen an an diesen gelben. Wie hieß der? Desla Nomade oder sowas? Ja, Den Desla C55, Nomade, glaube ja. ich, ist das ja. Aha, genau. Der ist aber auch relativ selten gedroppt. Ich glaube, ein bisschen seltener noch. Ja, das würde ich Aber jetzt auch so sagen. am Ende hatte man ihn trotzdem mit allen Chars, ne? Richtig. Also von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis man dann auch diesen Läufer hat. Ja, sicherlich. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ist halt wieder ein bisschen was Schönes für die Sammlung. Wieder was für ein Hangar, ne? Ja, und vor allem auch ein Ansporn, mal die HCs weiterhin zu laufen. Also Ja, sehr. natürlich. Wie gesagt, ich bin ja jetzt sowieso wieder ein bisschen Feuer und Flamme. Ich bin voll in die drei Instanzen. Bin ich ja nur mit dem Sabo hier gewesen, damit ich mein DD-Gear weiterkriege. Ne? Ich habe jetzt so ein paar Teile. Ich habe ein 192er Ohrteil schon. Okay, es sind 284er Implantate, aber eben mit Hit, was ich natürlich brauche. Und die Offhand habe ich auch schon mit Hit bekommen. Das kann man natürlich dann auch wieder schön umsockeln. Das ist natürlich dann was Feines, ne? So sehe ich das auch. Was hat sich noch geändert außer diesen Instanzsachen? Eine Sache, die ich ganz nett finde, ist, dass die wöchentliche Quest im Geiste der Zusammenarbeit, das haben wir letzte Woche, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, Ja. jetzt eine Tresorkiste bringt, wo eine komplette 192er Gefährtenausrüstung drin ist. Und das läuft ganz einfach so ab. Man schließt die Quest ab. Das ist die Quest, wo man halt alle Dailies machen muss, einmal die Woche. Und kann dann einfach die Kiste auswählen. Man kriegt nur die Kisten angezeigt von den Gefährten, die man auch haben kann. Mit jeder Klasse halt entsprechend. Und kann dann noch auswählen zwischen Schaden, Heal bzw. Tank Gear. Und das ist eine sehr nette Sache, weil das Equipment des Gefährten wirklich sehr einfach macht. Und ich hatte da auch ehrlich gesagt nie richtig Bock drauf, meinen Gefährten jetzt irgendwie extra dickes Gear zu kaufen. So oft oder so intensiv benutzt man die halt doch nicht, ne? Ja, man hat Bei es mal ein dem. bisschen zu 55er-Zeiten mit den klassischen Auszeichnungen gemacht, aber das war es auch, Ja, ne? klar, nur wenn man da irgendwas hatte, was man wirklich nicht gebrauchen konnte. Ja. Beziehungsweise ich habe es ja bei HK gemacht, weil ich da ja mal gucken wollte, wie viel Schaden da rausholt. Da gibt es ja tatsächlich auch eine Tresorkiste für HK Oh, mit okay. kompletten 192er Gear. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil es ja wieder als Cybertech möglich ist, eine Rüstung für HK herzustellen. Das ist jetzt dadurch natürlich irgendwie wieder sinnfrei geworden. Ja, ein bisschen. Aber gut, so ist das halt, was Crafting angeht und sinnfreie Dinge, da kommen wir ja nachher eh nochmal drauf. Ja. Und was hat sich noch geändert? Rishi und Yavin 4 kann man jetzt erobern mit dem Gildenschiff, wenn man das möchte. Und auch noch interessant zu wissen, beziehungsweise auch grundlegend noch für eine Geschichte, worüber wir nachher noch sprechen, ist, dass die Java-Schrotthändler im Kartellbazar jetzt auch Handwerksmaterialien 11. Grades verkaufen. Bis Dienstag war das noch 10. Grades, beziehungsweise 9. Grades, also das alte Kram. Gut. Gut, und natürlich eine Sache, worüber wir ja schon letzte Woche gesprochen haben. Zwei Dinge, die jetzt noch entfernt wurden. Einmal natürlich der Bolster-Bug, das heißt, dass das PvE-Raumschiff einem noch zusätzlich Leben und Bonusschaden gebracht hat. Das ist jetzt weg. Und natürlich der Exploit, worüber wir letzte Woche schon ja nicht gesprochen haben, durften wir ja nicht, sondern nur Richtig. ansatzweise gesprochen haben. Und das wollen wir Ah, erstmal ich wollte gerade nachholen. sagen, jetzt dürfen wir ja endlich, Jetzt ne? dürfen wir endlich und wollen mal alle aufklären, die nicht so mitbekommen haben, worum es da geht oder ging. Der Exploit, vielleicht erstmal im Vorfeld, soll ja schon Ewigkeiten da gewesen sein. Der soll schon auf dem PTS da gewesen sein. Den soll es da schon gegeben haben. Und es geht dabei um den Raid, die Wüter. Deshalb habe ich auch letzte Woche gesagt, man kann das nicht machen ohne
ohne dass man weiß, dass man es macht. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Exploit, wo man zufällig in den Raid landet. Das klappt nicht. Und wie hat das funktioniert? Ich muss dazu sagen, wir haben den Exploit ja nicht ausgenutzt, von daher, ich habe mir das erzählen lassen, wie das funktioniert. Ich gebe das mal so wieder und hoffe, dass das mehr oder weniger stimmt. Also es hört sich alles sehr schlüssig an, wenn du es so erzählst. Du hast es mir ja dann auch erzählt. Ja. Also für mich hört es sich sehr sinnvoll an. Gut, also es war so, jemand, der den Endboss gekillt hat, im SM oder Hard Mode, konnte die Instanzphase quasi auf seine ID setzen. Na, kann man ja machen. Das heißt, der ist reingegangen in die Gruppe, hat gesagt, hier, bitte sehr, das ist meine ID. Und die anderen Leute sind reingegangen, die noch keine ID quasi auf den Endboss hatten. Die konnten dann reingehen und sind dann, wenn ihr schon mal den Endboss gemacht habt, werdet ihr das wissen, dann kommt ihr auf so eine Insel, ne, wo die Tresorkiste vom Endboss steht. Konnten da reingehen und konnten dann den Speeder nehmen, also dieses Gleiterding, was da steht, und haben dann danach den Loot bekommen. Und zwar den kompletten Loot, den der Boss hatte. Das heißt, man ist da einzeln reingegangen, ist dahin geflogen, hat sich den Loot geschnappt und ist wieder raus. Und wenn das geklappt hat, dass du einen gefunden hast, der die Instanz im Hard Mode geklärt hat, dann konntest du das machen und hast dadurch dann halt 298er Brustteile bekommen, irgendwie ein Implantat, Crafting Mats, ne, 75.000 Credits ungefähr, die in dem Boss drinne liegen und natürlich so 3 bis 4 Random Gear Sachen, die sonst so verwürfelt werden, die da drinne sind. Und das ist natürlich schon hart, weil das macht man 2-3 Mal und ist komplett equipped, ne? Ja, dass man das alles umbauen kann. Man kann das teuer verkaufen, man kann es rekonstruieren, beziehungsweise. Vor allem kannst du auch einfach die Sachen dann eben mit dem einen Char holen, auf den anderen Char rüberschicken und sowas auch wieder. Genau. Also den einen, den hast du dann extrem schnell voll mit 198er Gear. Richtig, und du kannst halt auch die Sachen auseinandernehmen, dadurch die dicken Rezepte lernen und so weiter, das wiederum verkaufen, ne? Die Crafting Mats, diese teuren, sind extrem im Preis gedroppt dadurch, ne? Weil du da halt einfach so dran gekommen bist. Und die ganzen 192er Läufe und Hefte sind auch ziemlich im Preis runtergegangen, ganz einfach, weil diese Mats besser verfügbar waren. Ja. Und es gab dann halt tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, hey, wir sind so gut, wir haben das Ganze im HC geklärt, die Instanz, und ich verkaufe euch mal meine ID, ihr gebt mir Betrag X und dürft dafür diesen Boss looten. Ja, das ist natürlich klar, ist natürlich dann dementsprechend auch nicht erlaubt, sowas zu machen. Natürlich nicht, und das hat sich ja dann scheinbar so ausgeweitet, diese ganze Geschichte, dass dieser Exploit verkauft wurde, dass sie dann irgendwann gesagt haben, naja, da müssen wir mal irgendwie ein bisschen Stellung beziehen. Ne, nach den, im Januar war es ja, glaube ich, der erste Freitag, wo es wieder irgendwie arbeitsmäßig losging in den USA, wo ja dann gesagt wurde, hey Freunde, wir wissen, dass da der Exploit ist, benutzt das mal nicht so heftig. Ja. Und dann gab es ja jetzt nach dem Patch ein Post im offiziellen Forum, wo man sich mal so ein bisschen drüber ausgelassen hat, was denn jetzt passieren kann mit den Leuten, die das intensiv genutzt haben oder was damit passieren wird. Es wurde erstmal klargestellt, dass scheinbar BioWare über die nötigen Daten verfügt, um relativ sicher sagen zu können, wer den Exploit genutzt hat, wie intensiv er benutzt wurde, wer ihn quasi eingeführt hat, wer den Exploit verkauft hat und so weiter und so fort. Sind da natürlich nicht ins Detail gegangen, aber sie sagen halt, das können sie. Und wüssten wohl auch, wie viel Credits jemand dadurch erhalten hat, welche Rezepte man dadurch durchs Rekonstruieren bekommen hat und so weiter und so fort. Und diese Daten sollen wohl gesichtet werden und dann entsprechende Strafen verhängt werden. Inwiefern das jetzt variiert auf Grundlage der Intensität des Bug-Usings oder dieses Exploits, wurde jetzt noch nicht gesagt. Es ist wohl aber so, dass es schon einige Timebans gegeben hat. Konnte man im Forum, also im Forum dann nicht, wenn du einen Bann hast, weiß ich gar nicht, ob man dann im offiziellen Forum schreiben kann, aber auf Reddit konnte man das lesen, im entsprechenden Subreddit, dass einige einen 14-Tage- oder halt auch einen 30-Tage-Bann bekommen haben, die das halt relativ intensiv genutzt haben. Jawohl, das ist schon nicht wenig. Interessant wäre jetzt zu wissen, ob es auch jetzt Leute trifft, die es vielleicht nur 1-2 Mal gemacht haben, oder ob sie da jetzt sagen, naja, da sind wir jetzt mal drüber hinweg. Wir bestrafen jetzt vorrangig die Leute, die es sehr intensiv genutzt haben, ne, das vielleicht über Wochen mit 6-7 verschiedenen Chars gemacht haben, das verkauft haben und so weiter und so fort. Interessant finde ich, oder auch, ja, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, aber permanente Sperren, davon habe ich jetzt bisher noch nichts gehört. Also das Härteste, was ich bisher gehört habe, ist halt ein Monatsbann. Also einen Permaban fände ich auch schon
ziemlich hart. Also wenn man dem die ganzen Sachen wieder wegnehmen kann, wenn sie eben über diese ganzen Daten verfügen, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Stellt sich für mich jetzt nur noch die Frage, ob man auch diese Folgen vernünftig verfolgen kann. Ich meine, du bekommst das Gear, dein Equipstand verbessert sich und es war ja die Wüter, nur die Wüter. Und dadurch konntest du dann eventuell den Tempel in HC clearen und hast durch dieses Gear diesen Tempel vielleicht clearen können. Wirst du das Gear denn dann auch wieder los oder gehen sie dann so weit gar nicht? Oh, ich glaube, das ist arg schwierig, das irgendwie Ne? in kausalen Zusammenhang zu bringen, ne? Das denke ich nämlich auch, aber das ist dann natürlich auch eine ganz schwierige Sache. Und wahrscheinlich verhängen sie deshalb auch diese Zeitbans, damit sie eben in ihrem Fortschritt zurückfallen, dass die anderen Spieler in der Zeit nachrücken können. Das kann Ist jetzt durchaus so sein. meine Theorie. Ich habe diese ganze Geschichte auch mal jemand Außenstehenden erzählt und habe einfach mal um die Meinung gebeten, also der dieses Spiel auch überhaupt nicht kennt, habe einfach mal um die Meinung gebeten, was der diejenige denn dazu sagen würde. Und habe eben auch gesagt, dass eben in der Euler drin steht, dass man keine Bugs usen darf und so weiter. Also nicht mutwillig, wenn sie eben passieren, dann passieren sie, da kann man dann auch nichts machen. Und da wurde dann auch einfach mal von der Moral her mir gesagt, ja, also zeitliche Bans sind vollkommen in Ordnung, Bestrafung ganz klar, die Sachen wieder wegnehmen, aber permanente Bans wären einfach viel zu hart und auch vom Wirtschaftlichen her würde sich Kontraproduktiv, ne? BioWare ja volle Möhre selbst ins Bein schneiden, ne? Das glaube ich auch. Zumal sie sich immer noch vorhalten müssen, dass sie das Ganze natürlich nicht zeitig gefixt haben, ne? Ja. Also da müssen sie selbst auch so ein bisschen zumindest eine Es Schuld mit auf sich nehmen. Man wusste es ja schon, das Ganze während das Ganze auf dem PTS war, ne? Also Genau. auf dem Test-Client. Da wurde das ja schon bekannt gemacht von einigen Spielern oder irgendwas, wurde ja schon gesagt, hier Leute, da ist ein Bug. Und wenn man das dann nicht behebt und irgendwie einfach irgendwas einfügt, das den anderen Leuten eine Sperre gibt, da reinzugehen, wenn der Boss tot ist, das verstehe ich dann nicht. Nee, Na? vielleicht ist es jetzt auch für sie so eine, ja, so ein gewisses Ereignis, wonach sie sagen, naja, vielleicht sollten wir einfach ein bisschen offener mit solchen Exploits umgehen. Ja. Ich glaube, ich hätte es so gemacht, wenn ich jetzt tatsächlich weiß, okay, der Exploit ist da. Ich weiß vielleicht, meine Leute sind alle im Urlaub. Ich kriege jetzt die Entwickler einfach nicht ran. Das könnte ja theoretisch so sein. Natürlich, natürlich. Dann würde ich einfach an deren Stelle sagen, hier, offizielles Statement, es gibt diesen Exploit an dieser Stelle, er funktioniert so und so, wir können sehen, wer ihn macht, wenn ihr ihn macht, gibt's böse Ärger. Ja, das wäre natürlich ganz klar. Dann wissen Sie Bescheid. Ihr kriegt Bans, euch werden die Sachen wieder weggenommen und keiner benutzt ihn. Wenn man das Ja. einfach so sagen würde, wäre doch alles easy. So sehe ich das nämlich auch. Und das ist vielleicht eine Geschichte, die sie in Zukunft lieber dann so handhaben sollten. Wahrscheinlich haben sie das dann einfach nicht gedacht, dass das Ganze so eine relativ große Reichweite dann doch annimmt. Ja, Denn das kann gut scheinbar sein. war es am Anfang noch relativ klein und dann haben sie sich ja scheinbar auch genötigt gefühlt, diesen Post aufzusetzen, wo sie gesagt haben, Mensch, es nimmt ein bisschen Ausmaß an, mit dem wir nicht gerechnet hätten. So eine Art stand es da auch, Ja, glaube ich, drinne es wörtlich. klang ja auch so ein bisschen angepieselt, ne? Ein bisschen ist Ein gut. bisschen. Also ich hab's gelesen, dachte mir so, oh, gleich Rage da, gleich Rage da. Ja, Ja, so ein schon. bisschen, ne? Schon. Ja, aber das ist vielleicht was, wo man so ein bisschen für die Zukunft lernen kann, ne? Aber Ja. ich weiß nicht. So geil ich auf gutes Gear bin, ne? Oder auf neues Gear. Wenn es mir dann Das so wäre doch. einfach gemacht wird, dann macht es auch keinen Spaß. Nein, nein, macht's auch nicht. Also, das würde ich auch nicht machen wollen. Hätte ich keine Lust zu. Nee. Da haben wir uns ja auch schon viel zu sehr darüber beschwert. Es soll einem auch nicht zu einfach gemacht werden, das Ganze, ne? Ja, man muss ja nun mal auch die Zeit bis zum nächsten Content-Update irgendwie überbrücken können, Ja, ne? und die Leute, die das jetzt benutzt haben oder die Leute, die das benutzen würden, sind dann die Ersten, die rumhängen. Ist kein Content mehr da. Das kann durchaus Ne? sein, ja. Natürlich. So Von sieht's daher nämlich aus. ist das gut, wie es ist. Wer es gemacht hat, kriegt das Zeug wieder weggenommen. Da würde mich ja mal interessieren, vielleicht kann sich da mal dann nächste Woche oder so, wenn das dann vielleicht komplett durch ist, dieser Sichtungsprozess, wenn dann alle ihre Bans bekommen haben, die Bans haben sollen und alle ihre Items weggenommen bekommen haben, die es sollen. Vielleicht kann sich ja da mal wer melden, anonym.
der dann mal sagt, okay, ich habe es gemacht und ich habe mein Gear vielleicht noch. Ja, ich habe es vielleicht nur ein, Ja. zweimal gemacht und habe nichts verloren. Mich würde schon mal interessieren, ob sie das, ob sie da irgendwie so eine Grenze, so eine Toleranzgrenze haben. Ja, vielleicht solltest du dazu nochmal einen Mini-Text schreiben und darum bitten, weil ich glaube nicht, dass. Also es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die die Seite verfolgen, aber den Podcast nicht. Das kann durchaus sein, ja. Ja, Ja. können wir mal gucken. Gut, das würde mich interessieren und ich denke schon, dass das irgendwie so ist, weil das wäre wahrscheinlich sonst zu viel Aufwand, das bei jedem Chart zu klauen. Ich weiß auch nicht, ob man das dann automatisiert machen kann oder ob dann sich da irgend so ein armer Praktikant hinsetzen muss und dann bei jedem Account gucken muss, na, hat er jetzt über den Exploit bekommen, was müssen wir ihm entfernen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Also das ist auch wieder eine komplizierte Sache, ne? Ja, ne? Keine Ahnung. Gut, so, ich denke, damit haben wir irgendwie den Exploit und was der gemacht hat, mal abgedeckt. Ich denke. Und ja, aber interessant, was so alles geht, ne? Ja, natürlich. Und was man auch so alles verbuggen kann, das finde ich immer viel interessanter. Das stimmt. Gut, apropos verbuggen. Wir kommen mal zum Thema, was scheinbar mich ziemlich aufregt, aber andere Leute scheinbar nicht so. Zumindest mit denen ich darüber gesprochen habe bisher. Und zwar gibt es ja nun mal seit Dienstag ein neues Kartellpaket, nämlich das Kartellpaket des Akolyten, wo es im Übrigen neue Deko-Gegenstände gibt, die natürlich schon in der Datenbank drin sind. Wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr das da finden unter Kartellmarkt, dem Reiter, genau, Reiter Kartellmarkt und dann einfach in die Suche oben eingeben, Paket des Akolyten und dann kriegt ihr da alles, was da drin ist. Ist auch nicht so unglaublich Spektakuläres drin, die Statue von, wie heißt er? Keine Ahnung. Die ist ganz nett, ist ein Prunkstück. Ja. Ja, ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt. Warte mal. Ansonsten, Nagasado. Ja, genau. Ansonsten, alles ganz nett. Aber diesmal immerhin nichts dabei, was einem so richtig vom Hocker haut, ne? Wie zum Beispiel das Drachenskelett. Das finde ich ja immer noch sehr genial. Ja, ich hoffe ja auch immer noch, wenn ich mir mal so eine Hyperkiste kaufe, mache ich ab und zu, hoffe ich immer noch drauf, dass es mal drin ist. Du kaufst dir normale Keine Pakete, ne? Hyperkiste, ne? Paket, Entschuldigung, Ich keine wollte sagen, Hyperkiste. das wäre mir aber neu, dass du die Nein. Hyperkisten kaufst. Nein, ist ein Paket. Ist nur mal ein Paket. Wenn ich meine monatliche Kartellmünzenzuteilung bekomme, dann bin ich immer ein bisschen spendabel. Ja. Ja? Gut. Genau, also das findet ihr da. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass dort drinne ein Schmuggelwaren-Spielautomat drin ist. Das ist jetzt auch nichts großartig Neues, denn wir wissen schon aus anderen Paketen, dass es Spielautomaten gibt. Ne? Du erinnerst dich, den einen, den sie vergessen hatten, den man sich dann 50-fach im Kartell-Bazar kaufen konnte für einen Credit. Wir haben nur alle nichts gemacht. Ne? Damit konntest du nicht interagieren. Und wir haben uns ja schon mal gefragt, ich weiß gar nicht, ob wir das auch im Podcast schon mal gefragt haben oder nur so untereinander, wofür denn die Casino-Chips gut sind, die man seit ein paar Wochen jetzt schon beim Dekorationshändler kaufen kann. Und die sind tatsächlich für diesen neuen Spielautomaten, denn man kann mit dem interagieren, man kann da für 500 Credits einen so einen Chip kaufen, den da reinstecken und dann damit spielen, wie halt bei dem Casino-Event auf Nashadar vor ein paar Monaten. Da kann man auch was gewinnen und dann gehen wir mal kurz durch, was man da gewinnen kann. Das ist ganz interessant, also zu 25% verliert man erstmal, also Viertelchance gar nichts zu kriegen. 20%ige Chance ist ein Freispiel, also kann man nochmal ran. Mit 10%iger Wahrscheinlichkeit gewinnt man Java-Schrott. Und das ist wichtig, da kommen wir gleich zu. Ah. Mit 10%iger Wahrscheinlichkeit dann auch noch Droidenteile und irgend so dieses ganz schlechte Kram, was man da auch noch im Kartellbazar umtauschen kann. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, und dann kann man noch ein Zertifikat, ein Kartellmarktzertifikat gewinnen. 2% ist halt der Hauptgewinn. Und dann noch solche Trophäen, klein, mittel und groß, was sich genau dahinter verbirgt, weiß ich nicht, weil ich so einen Automaten nicht habe und den auch noch nicht ausprobiert habe. Von daher kann ich es nicht sagen, aber ich habe gehört, da sind Ruftrophäen zum Beispiel auch drin. Ah, okay. Beziehungsweise vielleicht sind das auch einfach die Trophäen. Ich habe das halt aus einem englischen Client übersetzt. Da steht nur Trophy Small, Trophy Medium, Trophy Large. Wahrscheinlich sind das auch Ruftrophäen, könnte ich mir vorstellen. Möglich ist es. Für die Kartellmarktfraktion. So. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, 10%ige Gewinnchance auf Java-Schrott. Und den Java-Schrott, das haben wir eben bereits mal bei dem Patch Note zu 3.02 besprochen, kann man jetzt im Kartellbazar gegen Handwerksmaterialien 11. Grades eintauschen. Und zwar gegen die epischen. Ja, also ein Java-Schrottteil ist halt zum Beispiel einer von diesen Bitlit-Kristallen, ne, die man halt für Kunstfertigkeit braucht. Jetzt können wir mal ein bisschen rechnen.
Na, wir bezahlen für einen dieser Chips, die wir da reinstecken, 500 Credits. Wir haben eine 10%ige Chance, dass wir Javashot bekommen. Das heißt, jedes zehnte Spiel im Groben kriegen wir so ein Ding. Und das macht ungefähr, wenn wir jetzt die anderen Sachen, die wir gewinnen können und die wir dann vielleicht auch noch verkaufen können oder ähnliches, nicht mal mit reinberechnen, macht das ungefähr 5000 Credits Kosten für ein so ein Javashot-Ding. Also es ist wirklich nur ein Java-Schrott, ja? Ja, Ein genau. Java-Schrott. Und wie viel kosten jetzt die Handwerksmaterialien? Die kosten auch ein so ein Java-Schrott zum Eintauschen. Echt? 1 zu 1, ja. Gottes Willen, da muss ich da mal hin. Und hast du noch so viel oder Ich was? habe, warte mal, lass mich kurz in meine Bank gucken. Ich bin ja hier gerade noch in meiner Festung, renne hier die ganze Zeit ein bisschen im Kreis. Na gut, lass mal kurz gucken. Das gibt's doch schon ewig, dass man das umtauschen kann. Es ist dir wieder entfallen, ne? So wichtige Dinge Moment. entfallen dir, ne? Da muss ich mal kurz was Ach nee, warte, erzählen, ne? Java, nee, Java-Schrott nicht. Ich habe hier verschiedene Druidenteile Ja, das und sind die anderen geplünderter Sachen. Schrott. Nee, Java-Schrott habe ich doch nicht. Ich Ja. dachte schon. Ja, aber Schrott ist das Beste halt, was es eben schon gibt. Aber jetzt muss ich kurz was erzählen. Eben gerade, bevor wir den Podcast aufnehmen, sagt er zu mir: Hey, hier gibt es ja eine ganz tolle neue Option in den Festungen. Ja, und ich denke mir: Mensch, was ist das? Ich war irgendwie seit 302 jetzt auch nicht mehr großartig in meiner Festung unterwegs. Mensch, was ist denn da passiert? Habe ich ganz übersehen irgendwas? Ja, man kann ja jetzt einen neuen Reiter auswählen, nur verfügbare Gegenstände anzeigen. Nein, Face. die gibt's schon immer. Ja, Mann, Facepalm und so gibt es auch immer mal wieder. Ja, ich habe wirklich immer nur, warte, alle Anzeigen und freigeschaltete Anzeigen gesehen, habe dementsprechend immer nur freigeschaltete benutzt und eben sehe ich, verfügbares Anzeigen. Seit wann ist das denn da? Mein Gott, passiert. Ja, aber das sieht man doch. Ich habe es nicht gesehen, was soll ich machen? Ah, Ich naja, habe ja schon nach Ausschau gehalten, aber ich bin das ja ist gewohnt von dir. es. Ja, gut, aber um mal auf die Thematik zurückzukommen. Also man bezahlt ungefähr 5000 Credits für ein so ein Java-Schrott, was man dann halt wiederum gegen eins von diesen epischen Teilen, wie zum Beispiel diesen Mitgliedkristall, den habe ich jetzt mal als Beispiel genommen, eintauschen kann. Und das ist, was die Materialwirtschaft angeht, meiner Meinung nach zumindest, wir haben da schon andere Meinungen zugehört, ist das ziemlich schlecht. Denn wenn ich jetzt meine Gefährten losschicke, um das zu holen, dann wissen wir ja, okay, die Chance, dass ich so ein episches Ding kriege, ist jetzt nicht so ultra Nee, hoch. nicht ganz so rosig. Vielleicht habe ich manchmal Glück und das quittet, dann kriege ich gleich zwei und drei von denen. Aber dennoch muss ich ja, um meine Gefährten loszuschicken, da erstmal 3.000 bis 4.000 Credits bezahlen. Dann ist die Chance nicht so immens, dass ich da ein Epic rausbekomme. Und vor allem, der Gefährte ist erstmal 30, 40 Minuten unterwegs, bis der wieder da ist. Ja. Hier habe ich so eine Trophäe, wenn ich jetzt mal. Nicht Trophäe, sondern so ein Java-Schrott, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich alle 10 Sekunden ein Spiel mache und es geht wahrscheinlich alle 6 oder alle 7, würde ich mal schätzen, wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke an das Event auf Nashor da, dann hätte ich pro Minute 6 Spiele, ja, das heißt, ich müsste halt 100 Sekunden spielen, also 1 Minute 40, um eins von diesen Dingern zu bekommen. So, und jetzt überlegen wir mal, 1 Minute 40, ich bekomme ein so ein Ding, ja, womit ich dann halt ein so ein Kristall bekomme, Klar. oder ich schicke meinen Gefährten 40 Minuten los. Und das kommt mir wahrscheinlich noch teurer, weil er nichts kriegt beim ersten Mal losschicken. Sehr wahrscheinlich. Die Quintessenz des Ganzen ist, das Teil kann ich so oft bespielen, wie ich lustig bin. Ich habe mich da natürlich auch schon wieder ein bisschen im Internet umgesehen, in den verschiedenen Foren und so weiter und so fort. Es sind schon Mausklick-Makros im Umlauf und Programme wurden schon empfohlen, mit denen man sowas schreiben kann. Das ist ja relativ einfach, auch relativ schnell zu finden. Freeware, die sowas macht. Da stellt man sich dann einfach in die Festung, kauft sich irgendwie für eine halbe Mille ganz viele Chips und dann lässt man seinen Computer laufen und der klickt halt den ganzen Tag auf diesem Spielautomaten rum. Und im Endeffekt kriegt man dadurch natürlich extrem viel von den Teilen. Wenn man sich das so ein bisschen ausrechnet, hat man da das irgendwo gerechnet. Ich glaube, in der Stunde macht man damit 24 von diesen Teilen ungefähr. Und Das ist ziemlich heftig. Das ist viel zu nee, viel. in 40 Minuten. In 40 Minuten macht man 24 Teile davon. Also in 40 Minuten, in der Zeit, wo ein Gefährte vielleicht gerade zurückkommt, ja, macht man Ja. 24 von diesem Java-Schrott. Natürlich, ja, nur theoretisch. Ne? Tatsächlich kann es auch ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger. Aber theoretisch 24 von diesem Java-Schrott, 24 von diesen Kristallen. Und wenn du dir jetzt da überlegst, deine Maus klickt da irgendwie 10 Stunden am Stück, da kann man sich natürlich wieder drüber streiten, ob das irgendwie Botten ist oder sowas. Das wäre schon wieder so ein Grund für einen Bann. Ne? Da muss man Ja. sein.
Computer vielleicht so programmieren, dass er dann noch ein bisschen hin und her läuft, damit das nicht so verdächtig aussieht. Ich weiß nicht, ob die sowas mitloggen. Also ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen verdächtig, wenn man dann 10 Stunden lang in der Festung steht, sich nicht bewegt und immer nur Rechtsklick macht in einem festen Zeitabstand. Aber das ist natürlich irgendwie was den Preis jetzt immens schon gedrückt hat. Ich habe letzte Woche noch Kristalle verkauft bei uns auf dem Server für um die 50.000. Zwischen 40 und 50.000. Und wenn du jetzt so rechnest, du hast jetzt, so wie du es vorgerechnet hast, kostet dann ja ein Kristall so circa 5.000 Credits. Und wenn du den dann gewinnbringend loswerden willst, dann reicht es ja, wenn du so ein Kristall für 10.000 Credits vertickst. Richtig, und deshalb ist der Preis halt immens runtergegangen. Er war vorhin auf 15.000, hat sich eben jetzt wieder so ein bisschen erholt, auf 18.000, 19.000 war er jetzt. Was natürlich auch vermutlich daran liegen kann, dass noch nicht so viele von diesen Automaten im Umlauf sind. Vor allem bei uns auf unserem kleinen Server ist das wahrscheinlich, dass da einfach noch nicht so viele davon da sind. Aber das ist natürlich schon eine Preisdifferenz von über 50%, die wir da erfahren. Selbst bei uns, in unserer kleinen Ökonomie, die wir da haben. Und weiß ich nicht, finde ich nicht gut. Andere sehen das nicht so kritisch, wie gesagt, aber es ist halt wieder so eine Geschichte. Ich gebe irgendwie 30 Euro für ein Hypercrate aus, echt Geld, habe mit einer gewissen Chance dann diesen Spielautomaten da drin, stelle mir den in die Festung und kann damit halt ziemlich viel Gewinn machen jetzt in der ersten Zeit. Ja. Na, da habe ich auch wiederum gelesen, der eine, der das da geklickt hat die ganze Zeit, hatte das ziemlich mit am Anfang drin, als du den jetzt auch noch nicht handeln konntest. Ne? Das geht ja jetzt erst, ne? Wenn er 2 Tage im Inventar lag. Und hat damit so in einer Stunde 1 Million gemacht. Es ist doch scheiße. Weil da die Preise halt noch nicht gedroppt waren. Ne? Du konntest das Zeug halt noch verkaufen, relativ gut. Der Markt war noch nicht überflutet. Ne? Jetzt hast du natürlich einen immensen Angebotsüberschuss im Moment, na klar. Natürlich. Und deshalb droppen die Preise auch so extrem. Das Problem ist ja aber, das gilt jetzt nicht nur für diesen einen Kristall, das gilt erstmal für alle epischen Materialien und auch natürlich auch für die normalen, für die blauen und so weiter, die man bei den Java-Händlern kaufen kann. Aber davon beeinflusst sind ja auch andere Sachen. Ne? Zum Beispiel die Relikte, die ich als Kunstfertiger herstellen kann, ne? Die ich immer mal gerne wieder verkauft habe, dadurch, dass der Preis für diese einzelnen Mitgliedkristalle, 4 Stück braucht man, glaube ich, jetzt so immens im Keller ist, kannst du das Ding natürlich nicht mehr für 100.000 verkaufen oder sowas. Braucht ja keiner. Wie viel hast du dafür immer so verlangt für deine Relikte? Oh, für die epischen? Kam immer so drauf an, ne? Wenn da schon eine Aufwertung drauf war, waren das schon manchmal an die 200.000. Oder lass doch mal kurz gucken, was war hier so, was jetzt momentan das günstigste ist. Ich gucke nebenbei, also kannst gerne. Ja, also da habe ich noch nicht geguckt, aber das sind natürlich irgendwie alles Dinge, die sich da drauf langfristig, ne, ist die Frage, ob das jetzt schon die Auswirkungen da zeigt, aber da langfristig irgendwie drauf einwirken. Ich denke auch, dass es langfristig geschehen wird. Also momentan das günstigste epische ist eben des vorteilhaften Sturms für 169.500 bei uns. Das geht noch. Ja, also das ist kaufbar, aber Warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, ich habe um die 260.000 sowas. 260.000 für ein aufgewertetes und 220.000 genau war für mich aufgewertetes. Ja, aber dann siehst du auch schon, dass 40.000 schon wieder circa runter ist, ne? Ja, das wird aber auf jeden Fall auch noch weiter fallen und das ist halt bei vielen Sachen so. Aufwertungen, ne? Ja. Und andere Dinge. Es geht mir dabei auch überhaupt nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie einen großen Credit-Ausfall durch habe. Ja, wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich keine Geldsorgen habe und so überhaupt gar nicht. Nicht mal ansatzweise, um das nochmal hier klarzustellen. Es geht mir darum, wir haben ja vor 2 oder 3 Wochen, als das Addon dann raus war, noch darüber gesprochen und auch so ein bisschen gelobt, dass jetzt die Crafting-Berufe immer noch nicht super nützlich und super toll sind, aber immerhin einen Zweck haben. Ja, ich kann damit die Relikte herstellen, ich kann damit ein bisschen Geld machen und so weiter und so fort. Und das haben sie jetzt damit schon wieder irgendwie geschrottet. Ja. Wenn ich es einfach mal so sagen darf. Ja, ich habe es vorhin auch in einen Kommentar geschrieben. Es gibt für mich jetzt, wenn ich so überlege, im Endgame genau 4 Dinge, womit ich relativ effektiv Geld machen kann. Ja, das ist einmal Crafting, was ja jetzt damit mehr oder weniger getötet ist. Dann Dailies machen, natürlich, ne? Ja, Handel im GTN, was ich ganz gerne mal gemacht habe, was aber nicht ganz trivial ist und natürlich extrem risikohaft. Und und natürlich Kartellmarkt-Sachen kaufen und die dann im GTN verkaufen. Ja.
Und das ist prinzipiell nicht Pay to Win, aber es geht in die Richtung. Und darunter würde ich auch diesen Automaten verbuchen, denn die größte Chance, diesen Automaten zu bekommen und die größten Chance, die anfängliche große Margen noch mitzunehmen, haben diejenigen, die sich die Kartellpakete kaufen, vor allem diejenigen, die sich Hyperkisten kaufen. Ja. Und ja, die konnten jetzt 2 Tage lang irgendwie nonstop da draufklicken und sich damit ja, einen großen Vorteil verschaffen. Und das ist eigentlich nur das, was mich daran stört. Den Automaten an sich finde ich ziemlich cool, dass man sich sowas in die Festung stellen kann, dass man damit irgendwie interagieren kann. Aber die Wahrscheinlichkeit oder die Gewinnwahrscheinlichkeit für diesen Java-Schrott ist einfach viel zu hoch. Ja. Hab Und nichts hinzuzufügen. wenn sie den einfach ein bisschen reduzieren würden, ja, 5% wäre wahrscheinlich immer noch zu groß, ein bisschen niedriger, dann wäre es kein Problem. Oder, und das habe ich ja auch geschrieben, es wäre auch kein Problem, wenn einfach alle diesen Automaten hätten. Ja. Ja, wenn jeder die Möglichkeit hätte, das so einzusetzen, ja gut, dann droppen halt die Preise runter, dann sinkt das Preisniveau, ist alles kein Problem, es gilt für jeden gleich. Ja, jeder hat genau dieselbe Chance, diese Materialien einfach ranzubekommen, preiswert ranzubekommen. Aber insofern, weil das nicht alle haben, geht das halt nicht. Und ganz spannend, finde ich, das finde ich schon fast wieder sehr lustig. Ich habe jetzt schon gesehen, dass Leute, die diesen Automaten haben, ihre Festung vermieten. Ernsthaft, das ist auch schon wieder, das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an die ID verkaufen. Aber das ist ja, aber es natürlich macht das einen Unterschied. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, komme ich auch gleich nochmal zu. Auf jeden Fall sagen die, hey, ich bin nicht den ganzen Tag in meiner Festung, ich gebe dir einen Schlüssel, benutze meinen Automaten. Gibst du mir keine Ahnung, wie viel Geld, gibst du mir 1/2 Million und kannst den ganzen Tag da im Automaten rumspielen. Irgendwie sowas habe ich schon gesehen vorhin im Handelschat. Ganz spannend. Nee, also es gibt jetzt mittlerweile ein offizielles Statement dazu, weil das auch eine Geschichte ist, die sehr kontrovers diskutiert wurde im Netz, in den verschiedenen Foren. Und Masco hat sich gemeldet und sagt, das Ding ist. Funktioniert prinzipiell erstmal so, wie sie das gedacht haben. Also, das ist irgendwie nicht verbuggt oder ähnlichem. Das ist alles soweit gut. Okay. Spieler dürfen auch, wenn sie wollen, ihre Festungen vermieten. Da spricht auch nichts gegen. Was sie aber nochmal untersuchen wollen, ist den Einfluss auf die Spielökonomie, weil das haben sie wahrscheinlich nicht so richtig bedacht im Ja, Vorfeld. Ne? Sie haben gesagt, scheinbar so gar nicht momentan. das gucken sie sich auf jeden Fall mal an und wenn sie finden, dass das irgendwie einer Änderung bedarf, dann machen sie das und passen da irgendwas an, ne? Und Also wollen so dann wie halt du nochmal das Feedback Ganze geben. jetzt erläutert hast, sollten die da schon finden, dass das einer Änderung bedarf. Wenn sie es nicht mitkriegen, dann zweifle ich stark an deren Urteilskraft. Ja, also wie gesagt, es tangiert mich nicht sonderlich, weil ich nicht aufs Geld angewiesen bin, ich möchte es nochmal sagen, weil ich so auch in manchen Diskussionen so den Unterton mitgehört habe von wegen, Ja. ja, deine Absatzmärkte brechen weg oder keine Ahnung. Ihr habt das ja auch mitbekommen, ich habe eh nicht so viel Zeit im Moment für das Spiel, ich bin nur abends ein paar Instanzen da, ich crafte auch nicht so viel im Moment. Aber es ist halt wieder eine Geschichte, die einfach irgendwie total in die gegengesetzte Richtung läuft von dem, wo es eigentlich hin sollte. Ne? Das Crafting ist sowieso schon immer stiefmütterlich behandelt worden. Zu 50er Zeiten noch viel schlimmer, zu 55er Zeiten auch nicht toll. Jetzt immerhin eine kleine Verbesserung, die auch immer noch nicht toll war, und die haben sie jetzt gleich wieder irgendwie mit dem Hammer zerhauen. So ein Und bisschen. ja, weiß ich nicht. Wollen wir das auch Begeistert dich damit? nicht. Nee, begeistert mich überhaupt nicht. Wollen wir damit auch abschließen? Krieg ich schlechte Sonst, Laune ich hier. wollte gerade sagen, Und regst dich schon wieder viel zu sehr auf. Pass auf ja, deinen Blutdruck auf. das wollen wir nicht. Nein. Kommen wir auch Nee. lieber zu spaßigeren Themen. Komm mal, so Genau. ein bisschen hier PvP-Season. Haben wir auch wieder ein bisschen Genau. was zu tun. Patch 3.1 erhält, bla bla bla. Hat auch noch ein bisschen erfreuliche Nachrichten für uns. Dann reden wir auch lieber darüber. Was hältst du davon? Das finde ich ganz gut. PvP-Saison Das ist gut. 4 hört sich gut an, beziehungsweise 4 und 5. Wir wissen nämlich jetzt, wann die anfängt. Wir sind ja im Moment immer noch in der Preseason und ich habe noch kein einziges Ranked-Spiel gemacht. Echt nicht? Also ich habe Nee. das schon getan, ne? Habe ich dir Ich erzählt. komme ja zu nichts. Ich habe ja noch nicht mal volles PvP-Gear an mit meinem Hexer. Mir fehlen Ach. immer noch zwei, drei Teile. Ich habe vorhin tatsächlich, bevor du da warst, habe ich noch eine Runde geschafft. Huttenball haben wir natürlich glorreich verloren.
Du So ist Nepp. das. Nee, ich war hier nicht der Nepp. Ich habe mit einem Schurken, ne, Quatsch, mit einem Sabo zusammen 2 Tore gemacht, möchte ich dabei Okay, anmerken. dann bist du nicht der Aber Nepp. Ich entschuldige mich. die anderen haben leider 5 gemacht. Das war dann blöd. Das ist dann, dann ist das schlecht. Aber gut, ja, das muss ich unbedingt noch machen. Ja, aber jetzt wissen wir, wann das Ganze startet, nämlich mit Patch 3.1. Ja, schön. Und Ne? der kommt? Der kommt in einem Monat circa. Also sie haben es nicht Das genau ist gut. gesagt, aber es soll in circa einem Monat kommen. Dann läuft die PvP-Saison 3 Monate. Da danke nochmal an den anonymen Kommentarschreiber, wenn man nichts im Namenfeld ausfüllt, beim Kommentarfeld unten vielleicht nochmal. Um das zu erwähnen, steht der Name als anonym da. Also ich weiß nicht, wer es ist. Hat drunter geschrieben, ich hatte nämlich erst 3 Wochen hingeschrieben, warum auch Ja. immer. Hat dann nochmal kommentiert und ich habe das geändert. Ich habe das auch irgendwie in der Nacht geschrieben, als das dann veröffentlicht wurde, irgendwie um 0 Uhr oder sowas. Und irgendwie weiß ich auch nicht, warum. Ich habe schon 3 Monate gelesen in dem Text. 3 Wochen ist ja auch eigentlich Quatsch. Ja. Aber ich habe irgendwie 3 Wochen geschrieben. Naja, auf jeden Fall hält das Ganze dann 3 Monate und endet dann mit Patch 3.2. Was interessant ist, weil wir dann auch jetzt so grob wissen, wann Patch 3.2 kommen soll. Ja, das wird dann ja irgendwann ja im Mai sein, ne? Ja, das kommt dann Vermutlich. hin. 3 Monate, ne? Wenn es in einem Monat kommt, Februar, dann haben wir März, April, Mai, 3 Monate passt. Genau, da wird uns Im Mai. 3.2 erwarten. Das ist ja dann der übernächste Content-Patch. Und eine Änderung wird uns erwarten, erst mit Saison 5, in Saison 4 jetzt noch nicht. In der 5. Saison wird es für das Tier 3-Rating, also für die Tier 3-Belohnungen, das sind ja, ist ja das schlechteste Rating im Prinzip, ne? Dafür muss man ja bisher nur seine 10 Spiele gemacht haben und gut ist, wird es eine Untergrenze geben. Das ist gut. Wie hoch die setzen werden, ist da noch nicht bekannt. Das soll nicht zu hoch sein. Also man möchte Leuten, die da ein bisschen spielen, auch natürlich die Möglichkeit geben, trotzdem zumindest diesen Titel zu holen, ne? Und eine Kiste oder was auch immer es dann geben wird in Saison 5. Aber auf jeden Fall möchte man an eine Untergrenze setzen. Das ist gar nicht so schlecht. Nee, ist denke ich auch irgendwie sinnvoll. Ja, weil sonst hat man seine 10 Spiele gemacht, Wertung ist wurscht. Ne, also Ja, ein bisschen Ruhm gehe soll ich. denen ja dann auch gebührt werden, ne? Ja, ist schon richtig. Dann hat man da immerhin. Ich traue mich ja gar nicht, ehrlich gesagt, meinen Titel anzumachen. Ne? Ein bisschen rasend hat man ja bekommen für Tier 3. Ja, finde ich voll knuffig. Klar ist er knuffig, aber naja, ist halt ein, den jeder hat, ne? Ja, aber trotzdem. Ich finde das. Ja, auch wenn es jeder hat, mein Gott. Aber nicht jeder läuft mit rum. Also ich habe bisher sehr, Das sehr wenige stimmt. mitgesehen, ne? Weil die wahrscheinlich genauso denken wie du. Das kann sein. Aber es gibt natürlich auch wesentlich schönere Dingens-Titel. Man hat ja so 10 Millionen, aber Ja, guck Titel sind mal. ja inflationär ohne Ende in diesem Spiel. Elite des Rats, der Sith, den finde ich toll. Ja, wobei das ja auch Beispielsweise. so ein Titel ist, den jeder Ja, hat. der Rasende, wo ist Ich der bin nochmal her? immer noch ärgerlich, ehrlich gesagt, dass er den Titel damals. Was war das? Time Run, Nightmare. War das Palast oder war das ewige Kammer? Es war ewige Kammer, glaube Glaube, ich. Kammer. Ja, Bei Time Palast Run. haben wir, glaube ich, keinen Time Run gemacht. Doch nur Ja, Kammer. Kammer, Time Run, Nightmare, genau. Da gab es, was waren das? Furchtlose oder sowas? Teuflisch oder nicht? Oder Teuflische? Keine Teuflisch war das, Ahnung. Ja, meine ich. Teuflisch kann sein. Das Problem ist ja, den haben sie nicht entfernt, den Ja. Titel. Und dann haben die Leute das auf 55 gemacht und sind dann natürlich einfach durchgerannt. Und Ja, was meinst du, wie wir da ausgerastet sind, als wir den gekriegt haben? oh ja, deshalb ist Ah, das. traumhaft. Unsere alten Progress-Zeiten. Ja. Deshalb ist das auch ein Titel, den ich gerne anhatte, aber jetzt auch nicht mehr so gerne anhabe, weil den jeder hat. Ja. Finde ich doof. Ich habe damals in, das weiß ich noch, in WoW, als wir das damals noch gespielt haben, da habe ich 3 Tage am Stück unten in dieser Wüstengegend, wo diese Käferviecher waren. Wie ist das? Siditus, keine Silitus, Ahnung. ja. Irgendwie. Siphitus, nee. Nee. Wir Ja, haben nee, das ist was anderes. immer Syphilis zugesagt. Genau. Silitus hieß das, glaube ich. Siti, nee, Silitus, Ja, doch, keine ich weiß Ahnung, es. irgendwie sowas. Da habe ich 3 Tage lang, nonstop, weiß ich noch, das waren glaube ich in den Schulferien irgendwann mal, Möglich. habe ich Ruf gefarmt für eine Fraktion, die es da gab. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es dafür gab. Dafür gab es aber einen Titel und den hat kein Mensch. Und solange ich aktiv WoW gespielt habe damals, habe ich niemanden mit diesem Titel gesehen. Ja, Und den hatte ich und immer an. Und das das fand ist ich geil. schön. Und sowas würde ich mir auch mal wünschen. Irgendwie Ja. ein Titel, wo man irgendwas Cooles für machen Wo muss. man richtig nerdig 3 Tage vom Rechner hocken muss. Ja, das Problem an der Geschichte ist, das kriege ich nicht mehr hin. Nee. Den werde ich nie kriegen, den Titel. Das ist genauso wie mit dem Datakreuz, ne? Ja.
Ja, das gibt auch einen Titel, glaube ich. Ja, Wenn kann der andere sein. heißt, Aber ne? Meist den werden wir das nächste Jahr nicht erhalten, Datacon wahrscheinlich. Meister oder sowas, glaube Ja. ich. Ja, irgendwann kriegen wir es mal hin. Vielleicht sollten wir uns das einfach vornehmen, irgendwann mal, keine Ahnung, jede Woche einen Datacron zu holen oder Das wäre sowas. doch gar nicht so schlecht. Das sollte doch machbar sein. Das reicht ja schon, ne? Dann hast du im Jahr, ja, kannst du 50 Wochen oder noch länger machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Datacrons es insgesamt gibt, aber es sollte ja irgendwie in der Größenordnung liegen, oder sind das noch mehr? Ich weiß es nicht. Was sind ja teilweise 3, 4 Stück pro Planet, ne? Also das Ja, wie geht's? könnte hinkommen. Aber wir haben ja auch schon einige. Wir haben ja schon einige. Ja, trotzdem. Aber wie viel sind einige? Wir haben einen Planeten, nee, oder zwei Ja, aber Planeten. man hat So ja viel sind es einige auch nicht. so beim Level mal gefunden, ne? Also ich habe schon ein paar auf jeden Nee, Fall. also ich habe nicht mal beim Leveln welche gefunden. Aber okay, ich bin da sowieso nur durchgerannt, ne? Ja, das machen wir irgendwann nochmal. Irgendwann können So. wir berichten hier, dass wir das endlich fertig haben. Dann können wir auch Richtig, endlich und wenn den wir in Tisch in die 40. Festung schreiben. Wenn wir in 40 Jahren hier berichten, wir haben es geschafft und wir haben noch zwei Zuhörer. Oder ihr Dann seid musst ja schon du längst stillgelegt oder das. irgendwas. Und Wahrscheinlich gibt es nur. dann gar keine Internetseite mehr. Gibt's dann, das Internet ist dann schon alt, dann gibt es was Neues. Richtig, dann gibt es irgendwas Neues. Auf jeden Fall reaktivieren wir dann das Ganze und dann berichten wir das. Ach, das kriegen wir hin. Ich bin optimistisch. 2015, jetzt hier, der Vorsatz für dieses Jahr. Wir haben ja keine gefasst letztes Mal. Alles klar, dann machen Datacons wir das sammeln. jetzt auch. Datacons sammeln, alles Ne? klar. Gut, so, dann kommen wir jetzt Gucken. mal zu Patch 3.1, wo wir eigentlich schon seit 10 Ja. Minuten hin wollen. Das Ganze ist auf dem PDS gerade. Du Es wolltest ist ja auch aber mal schön. den. Ja, du Ja. wolltest den Client runterladen, Ich ne? hab's noch nicht fertig geschafft, Ja nein. gut, Also, ja. ist ja bei deinem Internet kein Problem. Ja. Stellt mich schon wieder vor Herausforderungen. Also wenn du irgendwann mal hier vorbeikommst, dann musst du mir das mal vorbeibringen. Ja, mal gucken, wann ich wieder da bin, dann nehme ich die Platte mit. Genau, und was ist da los? Das sehr Gute ist oder das sehr Interessante ist, wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet, was so klassenänderungsmäßig ansteht, aber wir wissen jetzt, zwei neue Flashpoints erwarten uns mit Patch 3.1, zwei Zwei. neue HC-Flashpoints, Schön. zwei, ja. Wir haben ja letzte Woche aus den Daten, aus den Gemeinden bisher nur einen rausgesehen, nämlich Schlacht um Rishi und Blutjagd kommt hinzu auf jeden Fall. Wenn Ja, das beide ist mit schön. 3.1 erscheinen und das finde ich sehr nett Ja. und da bin ich immer noch gespannt, ob die halt ne, genauso vom Schwierigkeitsgrad her gewichtet sein werden wie die jetzigen oder ob die ja irgendwie ein bisschen Ich darüber glaube sind. es nicht. Ich glaube wirklich, dass sie schwerer sind. Also ich habe es irgendwie im Gefühl, ich kann mich natürlich auch mal wieder täuschen, habe ich ja schon des Öfteren, aber das ist ja auch egal. Ich würde fast die Hand für ins Feuer legen, dass sie die schwerer machen. Wenn sie es nicht tun würden, dann wären sie auch schön doof. Muss ich jetzt so Ja, sagen, ne? Weil. man kann, also das ist bestimmt schon irgendwem bekannt. Ja. Der auf dem PTS schon mal war und Ja. eine Gruppe gekriegt hat für das Ganze. Ja. Aber wir halt nicht, ne? Also es wäre schon interessant mal zu wissen. Deshalb muss man fertig runterladen. Dann sehen wir ja immerhin, ob das vielleicht eine eigene Kategorie Ja, das wär, ich mach im das Dings nachher mal. hat. Ich bin ja hier nach, verziehe ich mich wieder, habe ich ja schon gesagt, und dann Laptop an, Festplatte dran und dann lade ich das Ganze fertig runter. Und eventuell schaffe ich es dann heute Abend nochmal einen Blick drauf zu werfen. Und dann werde ich mal einen kleinen Screenshot machen und mal auf die Seite packen. Wenn es denn der Fall sein sollte, dass es eine eigene Kategorie gibt. Genau, und wenn ihr keinen Screenshot seht, dann gibt es keine eigene Dann gibt Kategorie. es keine eigene Ganz Kategorie, einfach. genau. Gut. Andererseits können sie es natürlich auch so machen, dass sie die allgemein von der Schwierigkeit grad, vom Schwierigkeitsgrad nicht höher machen als die anderen. Dafür die Bonusbosse knackig. So wie in Ja, Manaan, weißt ja. du? Das ist ja auch eine Geschichte, ne? Immer wenn ich jetzt irgendwie HC-Flashpoints gegangen bin, den letzten Tag habe ich immer Manaan gekriegt. Und Dann das ist musstest du ja. das denen immer erklären, wa? Erstmal muss ich immer den Erklärbär spielen. Ich habe das Gefühl, den hat niemand gemacht, Es diesen ist aber auch Bonusboss. in allen Instanzen so mit den Bonusbossen. Keiner hat diese Bonusbosse gemacht, gefühlt. Die haben immer gefragt, was macht denn der? Alter, wenn Ja. man das erste Mal da reingeht in HC, macht man auch den verkackten Bonusboss mit. Egal, ob der was droppt oder nicht. Auf der Hyphen und Korriba machen die ja auch nichts. Ja. Absolut gar nichts. Ne? Gut, Rakata muss mal halt da rauslaufen, ne? Aus der Hütte. Ja. Und gut, Manaan ist halt. Ist halt so eine Geschichte, ne? Ja, wenn man den Dreh raus hat, ist der auch nichts, aber trotzdem. Es ist Ist doch halt nicht so, so schlecht, dass der Mehmet. ist halt richtig Movement, ne? Da Ja. siehst du, wie die Leute moven können. Das ist Ja. schon spannend. Schon spannend. Ja. Und ich verstehe auch bis heute nicht so manche Sachen, vor allem Massenspott, ne, dass dann die Viecher ankommen, also das ist ekelhaft. Also da müssen sie nochmal irgendwie gucken, ob das wirklich so gewollt ist, das weiß ich nicht. Ich denke schon. Wir hatten auch den Run, da
war ein Power-Tech-Tank dabei und hat sein Ding auf den Boden geworfen, sein Öl. Ist das Öl? Ich weiß es gar nicht. Ja, Bei mir ist ja, es doch, irgendwie Reizgas sowas, beim ja. Frontkämpfer, irgendwie Ja. Öl, ne? Ich glaube, es ist ein Ölteppich. Ja, Ölteppich, genau, so klingt, so heißt Also wunderbar, haben wir wieder alles herausgefunden. er auch. Er kann alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Den Aha. Ölteppich gelegt und dann ist so ein Roboter durchgeflogen und kam zum Tank, zu der Gruppe. Also irgendwie hat dieser Ölteppich dieses Vieh getriggert oder es war irgendwas anderes. Also der Tank meinte, er hätte eigentlich kein AE drauf gemacht. Ich habe auch keinen anderen AE gesehen. Ja, keine Ahnung. Es sah so ein bisschen wie der Ölteppich aus. Und dann hat's gemacht, boom. Und dann hat es gemacht, boom, ja. Und zusätzlich haut der ja Kellen raus, ne? Der Alter. Bonusboss, das ist Ja, ja nicht von schlechten Eltern. da haben wir jetzt auch mal verglichen. Ich bin ja auch mit dem Powertech-Tank, den du meinst, immer mal unterwegs. Und er meinte, also, hör mal, also der Gorfano, der hat ja so die, du hast ja immer nur die direkten Heals. Und ich habe ja mit meinem Sabo die Hots. Ich habe das wesentlich einfacher. Und er hat auch gesagt, dass ich ihn wesentlich besser oben halten kann als du. Also, dass ich auch, weil ich auch im Laufen ganz gut was machen kann. Na gut, die ticken halt immer, ne? Und Ja. ich habe ja auch meine Gruppenheilung, die ich im Laufen wirken kann, aber das war's ja dann auch, ne? Ja, richtig. Und dann habe ich noch immer meine Instance, die ich für den taktischen Vorteil benutzen kann. Und da mache ich auch, wenn ich kritte, 6k Kritils und dann noch die Hots immer wieder dazu in den Movement-Phasen. Und zwischendurch kannst du dann mal eine große Heilung draufhauen. Ja, Ist man dann kann es auch drehen einfacher. und wenden, wie man möchte. Der Sabo bzw. Schurke heilt halt immer noch im Laufen am besten, ne? Ja. Der Hexer wurde jetzt auch ziemlich gebufft, was das angeht. Auch vor allem, was die Gruppenheilung angeht, finde ich sehr nett gemacht beim Hexer. Aber das ist, denke ich mal, nochmal eine andere Baustelle in einem anderen Ja, wobei Podcast. die andere Gruppenheilung ja auch wieder irgendwie sehr stationär ist, ne? Also der Heilkreis, weiß ich Nee, nicht. wurde verbessert. Ja? Hast du dir das Video nicht angeguckt? Vielleicht nicht. Scheinbar nicht. Nein, der wurde ein bisschen verändert. Man muss nur noch einmal den Kreis berührt haben, bekommt dann einen Buff, dass man diesen Hot auf sich hat und kann dann wieder aus dem Kreis rausgehen. Ach, spannend. Heißt, man muss ihn nur einmal berührt haben, zum Beispiel in der Movement-Phase oder so, und dann hat man die Heilung drauf. Ist zwar auch Das nur ist bei bis zu genial. 8 Leuten oder so, aber trotzdem ist er nicht mehr so stationär, wie er einmal war. Ja gut, aber 8 Leute reicht ja für eine Ja, HC-Flashpoint trotzdem, allemal. Also wenn 8 Leute im natürlich. HC-Flashpoint drin sind, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja. Das ist interessant. Ja, Mensch. Ja, gut, ich spiele meinen Hexer nicht auf Heal, ne? Habe ich noch nie gemacht. Von Nee, daher. musst du mal mit deinem Beim Otto hier, Gelehrten, mit ne? deinem Winnie machen. Mit deinem Beim Gelehrten. Otto. Mit Ja, deinem Otto. beim Gelehrten. Ja, muss ich Ja. mal hochspielen. Gut. Sind wir wieder vollkommen vom Thema abgekommen. Patch 3.1 waren wir. Ja. Und das war's auch eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Vom Thema abgekommen. Das war's. Wunderbar. Genau, Schlacht um Rishi, Blutjagd, ansonsten noch so ein paar Klassenanpassungen, die wir nicht genauer besprechen wollen. Geht wieder so ein bisschen um den Juggernaut und ja, da haben sie so ein paar Sachen wieder ein bisschen runtergenommen, die sie letztes Mal draufgepackt haben, ne, vom Schaden her. Ja. Wieder mal 10% da weggenommen und irgendwie ein Stack davon weg. Ich denke, die werden das Das. intern auch immer wieder noch ein bisschen testen, bis sie das rausbringen, ne? Ja, Und das klar. Ganze, um das Ganze eben zu perfektionieren. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar andere Klassen, Buffs, Nerfs, wie auch immer hinzu. Beim Sabo wird ja auch immer noch relativ viel rumgemeckert beim DD. Und ich muss auch sagen, man sieht sehr, sehr wenig Sabos in den Instanzen. Na, Ja gut, also. und also diese ganzen Klassen-Changes, Klassenänderungen, das sind auch Sachen, die man erst ansprechen kann, wenn es halt final ist, weil die ändern Ja. sich halt auch irgendwie jeden Tag gefühlt. Ja. Es gibt noch eine Sache, die man in Bezug auf Klassen vielleicht noch erwähnen kann, und zwar Wächter und Marodeure haben sich wohl auch ein bisschen über ein paar Sachen aufgeregt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie sich wohl im Forum auch gemeldet und gesagt, da hätten sie ein paar Verbesserungsvorschläge und das wird dann in 3.1.1 adressiert. Ja, es Okay. kommt nicht in 3.1, sondern in 3.1.1. Ich spiele selber zwar einen Wächter, aber nicht auf 60 bisher, von daher keine Ahnung, was da irgendwie nicht richtig läuft, aber das wird dann halt irgendwie zwischen 3.1 und 3.1.1 auf dem PTS dann auch nochmal landen und dann mit 3.1.1 auch nochmal irgendwie adressiert. Jawohl, das Ja, ist schön. so Das ist ist das. wunderschön. Und damit freue ich mich zumindest sehr auf Patch 3.1, auf die zwei neuen Ja, Instanzen. darauf am allermeisten. Was ist denn heute hier los? Das kommt aber auch zeitlich ganz gut, Anfang Februar.
Ja. Bin ich zufrieden mit 2 Monate ungefähr, ja, ein bisschen länger, aber ungefähr 2 Monate Ja. nach Release des Add-ons. Der erste kleine Content-Patch, also bisher neue Raids und so weiter, kann man ja noch nicht erwarten. Sowas denke ich dann mal mit 3.2, eventuell auch mit 3.2 erst Nightmare, ich weiß es nicht. Vielleicht noch ein paar Flashpoints. Aber sie haben ja gesagt, ne, sie wollen sich mehr auf den richtigen Content, auf den PvE-Content und auch PvP brauchen wir auch noch was, ne? Ja, Haben wir auch gesagt, natürlich, Anfang des Jahres natürlich. wollten sie uns da irgendwie was zu einer neuen Map oder ähnliches erzählen. Das steht ja auch noch aus. Auf jeden Fall wollen sie sich auf den Content erstmal ein bisschen konzentrieren und von daher bin ich da ganz optimistisch, was das Ja, anbelangt. ich auch. Gut, Ja. dann haben wir zumindest alles, was hier auf meiner Liste steht, abgearbeitet, Schön. soweit ich das sehen kann. Ja. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen, Kommentare, ähnliches? Nein, also ich habe alles, wozu ich meinen Senf geben wollte, habe ich auch abgegeben. Also alles gut gesenft, ne? Ah, wunderbar. Und würde mich dementsprechend schon verabschieden, Gut, wenn. wenn ihr dann natürlich Kommentare habt und ähnliches, dann immer gerne. Ihr wisst, wie es läuft. Einfach bei uns auf der Seite oder unter YouTube oder ähnliches. Ihr müsst euch auch nicht anmelden dafür, wenn der Kommentar dann noch nicht erscheint. Nicht wundern, wenn ihr nicht registriert seid und noch keinen Kommentar mal geschrieben habt, den ich freigeschaltet habe, geht das erst alles durch meine Zensur durch. Hier wird nämlich ganz Ah. hart zensiert auf unserer Seite. Nee, eigentlich nicht. Es geht nur Nein. darum, dass sonst immer irgendwelche komischen Bots irgendwelche Werbung in die Kommentare posten. Von daher muss das einfach, wenn ihr nicht registriert seid, durch meine Zensur erstmal durch. Aber ich gebe natürlich alles frei. So ist ja nicht. Ich habe noch keinen Kommentar gelöscht. Ich auch noch nicht. Also die meisten, ich lese zwar trotzdem erst, ob irgendwas nicht jugendfreies drin steht, und dann gebe ich es frei. Und selbst wenn was nicht jugendfreies drin steht, gebe ich es auch frei. Das haben wir aber noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich habe mich auch gerade vollkommen vertan mit dem, was ich gesagt habe. Aber scheiß drauf. Gut, alles klar. Dann, wir sind schon durcheinander, ist schon spät, ne? Ja, Schon guck 9 mal, es ist Uhr. schon 9 Uhr, ich muss ins Bett. Ja, alte Männer, ne? Ja, so sieht es nämlich aus. Kommt erstmal in unser Alter und dann wisst ihr, wie das ist. Ja, wahrscheinlich. Oder die Älteren werden jetzt wieder sagen, ihr jungen Spunde, euch ziehe ich die Hammelbeine lang. Oder irgendwie sowas kommt bestimmt. Aber es ist immer so, ne? Also Natürlich. es ist ja egal, in welchem Alter du bist, du hast immer welche, die älter sind als du, Ja, beziehungsweise, natürlich. ne? Das kennen wir ja von früher. Ja, so ist Da war es. es ja, da war es ja nicht anders. Gut, in diesem Sinne, wollen wir euch nicht weiter mit unserem Geschwafel langweilen und verabschieden euch jetzt in das Wochenende. Ja, genießt eure freie Zeit. Ich muss morgen los, ich habe nicht frei. Hurra. Spaß, haha. Und ja, deshalb ist jetzt auch bald Schluss für mich und von daher machen wir jetzt hier Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische, vermutlich ja, auf Freitag oder Samstag, nehme ich Ja, an. machen wir, machen wir. Gut, oder Dem, Sonntag. ja, Eins der dementsprechend drei wünsche Tage. ich. Ja, hast du es? Darf ich auch? Ja, du darfst. Gut, dann wünsche ich euch auch eine schöne Woche und erstmal ein schönes Wochenende und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.